Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Kunst, ich begrüße Sie sehr herzlich hier bei uns im Museum Atlus in Donaueschingen. Mein Name ist Sebastian Steinhäuser und ich bin Kurator der Ausstellung Vollgas Fullspeed. Wie der Titel schon andeutet, geht es in unserer Ausstellung um das Thema Geschwindigkeit. Und mit welchem Objekt könnte man Geschwindigkeit besser erfahren als mit dem Auto? Aus diesem Grund nimmt das Gros der ausstellenden Künstler genau diesen modernen Mythos in den Fokus, der unseren Alltag mehr bestimmt als jeder andere Gebrauchsgegenstand. Die Künstler in der Ausstellung nähern sich dem Auto auf ganz unterschiedliche Weise. Es beginnt bei der kindlichen Faszination für das Auto, dem Spielzeugauto, und endet beim Unfall. Die Künstler thematisieren den Oberflächenreiz glänzenden Lacks, aber auch das Auto als Schutzraum, als Gefährte, aber auch als Fetisch und erotisches Objekt. Eine besondere Arbeit in der Ausstellung ist Helios von Stefan Rohrer hier in unserem historischen Spiegelsaal. Den Ikonencharakter des Porsche 911, dem Inbegriff deutschen Sportwagenbaus, treibt er auf die Spitze, indem er seine Karosserie von Hand blatt vergoldet und so ein modernes goldenes Kalb schafft. Wir assoziieren das Auto im Allgemeinen mit einer Vorwärtsbewegung. Mit dieser Sicht bricht Sebastian Kuhn in seiner Arbeit Z4 U-Turnaround Rotation. Er hat Karosserieteile mehrerer Sportwagen so arrangiert, dass sie eine Drehbewegung erzeugen. Ein Vorne und ein Hinten gibt es bei dieser Plastik nicht. Eine Besonderheit unserer Ausstellung ist, dass wir neben der Kunst auch Autos zeigen. Allesamt Meilensteine der Design- und Rennsportgeschichte. Ein besonderes Highlight für die Autoliebhaber ist dieser Schnitzer BMW M1 aus dem Jahr 1981. Ein Einzelstück, mit dem Hans-Joachim Stuck damals in der deutschen Sportwagenmeisterschaft fuhr und bis zu 1000 PS auf den Asphalt brachte. Ein bevorzugtes Material von Friedemann Flöter sind Automotorhauben. Er hat sie hier zu einer monumentalen Zielflagge arrangiert. Diese Arbeit spielt natürlich mit dem Nervenkitzel auf der Rennstrecke. Doch die Motorhauben sind verbeult und so thematisiert diese Arbeit auch, dass die Jagd nach der besten Rundenzeit durchaus mit Gefahr verbunden ist. Der Schweizer Fotograf Patrick Gutenberg nimmt stark bespielte alte Spielzeugautos vor die Linse. Er vergrößert sie, sodass die Spuren der Kämpfe im Kinderzimmer überdeutlich werden. Eines dieser Autos, der kleine rote Käfer unten links, stammt aus meiner eigenen Sammlung und es hängen sehr viele Erinnerungen an ihn. Im ganzen Haus riecht es ein wenig wie in einer Autowerkstatt. Der Ursprung dieses Geruchs ist diese Arbeit des Amerikaners Rob Pruitt. Über abgefahrene Altreifen lässt er in seiner Fountain Altöl rinnen.